So, wir sind immer noch in Ikoria und nachdem wir jetzt zwei normale Booster aufgemacht haben, kommt jetzt, wie von euch wahrscheinlich schon vermutet, auch mal die Promo-Pack-Runde. Ich habe ein Promo-Pack und ein Premium-Promo-Pack. Das Premium-Promo-Pack kommt beim nächsten Opening. Wir haben erstmal das stinknormale Promo-Pack. Erstens, ich finde es super schade, dass hier keine Token mehr drin sind, keine Länder mehr drin sind, gar nichts mehr. Sie haben einfach eine Karte rausgenommen, dafür nur so einen doofen Code reingetan. Eintreiber des 10. 2-1 zurück. Was? Während eures Zuges kosten Zaubersprüche, die dein Gegner wirkt, und Fähigkeiten, die dein Gegner aktivieren möchte, die keine Mana-Fähigkeiten sind, ein Mana. Mit Seelenmanau. Das macht doch Planeswalker teurer. Das ist vielleicht gar nicht mal so bad, gerade für sowas wie Death and Taxes. Wir haben verbotene Freundschaft. 2-Mana-Hexerei. Ihr erzeugt einen roten Dinosaurier-Spielstein mit Eile und einen weißen Mensch-Soldaten-Spielstein. Ja, Token halt, wa? Und Kristalliner Riese, 3-Mana-3-3. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug bestimmst du per Zufall eine der folgenden Sorten von Marken, die der Kristalline Riese noch nicht hat, und legst sie auf sie, nämlich Fliegend, Erstschlag, Todesberührung, Fluchsicher, Lebensverknüpfung, Bedrohlichkeit, Reichweite, Trampelschaden, Wachsamkeit oder eine +1 Marke. Wow. Wie soll man das denn random bestimmen? Der ist bestimmt richtig, richtig cool. Wenn man den einfach droppt, der wird mit der Zeit immer besser. Das ist nicht schlecht. Zumindest ganz zufrieden mit dem Booster. Gut, wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.